Man kann schlecht in Deutschland eine Vernetzung in die Designszene haben, wenn man nicht auch in Berlin wenigstens einen Fuß in der Tür hat. Der Name Projektor soll eigentlich das abbilden, was wir tun, nämlich wir projizieren hier das, was wir in Hildesheim alles schaffen. Also die ganzen Projekte, die ganzen Arbeiten, die die Studierenden dort gestalten und umsetzen, die wollen wir in die Welt hinaustragen. Das Direktorenhaus muss man in zwei Seiten sehen. Auf der einen Seite ist es so der historische Überbau, den wir haben, und zum anderen heute an einem ganz Top-Ort in Berlin ist. Also hier können wir uns einfach sehr zentral präsentieren. Menschen, die hier wohnen, anzusprechen und zu sagen, so, man muss gar nicht irgendwie in den großen Designstädten unterwegs sein, um coole Sachen machen zu können, sondern das geht auch in Hildesheim. Da Berlin halt einfach auch mal eine Designhauptstadt ist in Europa und in Deutschland, ist das halt eine Riesenchance für alle Studierenden, hier ihre Arbeiten vorzustellen. Soll auf jeden Fall junge Leute in Berlin auch motivieren, ihre Sachen zu zeigen und dafür auch mal ein Feedback zu bekommen. Mappenberatung, das bedeutet ja auch nicht unbedingt nur für Hildesheim, sondern so generell einfach mal ein Feedback zu bekommen für die eigenen Arbeiten. Die Nachricht von Hildesheim nach Berlin ist, das haben wir gemacht in der Lehre mit den Lehrenden von euch, das sind die Ergebnisse und jetzt schickt uns noch mehr junge Menschen, dass sie weiter bei uns arbeiten und lernen und studieren können.